Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Einzug Jesu heute in Jerusalem wird vom Jubel der Menschen begleitet. Mit Hosanna-Rufen, mit Palmzweigen in den Händen, mit Kleidern, die über die Erde ausgebreitet wird und über die er hineinreitet in seine Stadt Jerusalem, wird er begrüßt. Die ganze Stadt ist in Bewegung. Anlässlich des jüdischen Osterfestes, des Pascha-Festes, pilgern die Menschen aus allen Regionen des Landes zum Tempel und begegnen dabei auch Jesus. Sein Ruf eilt ihm voraus. Die Kunde über die Heilungen, seine Predigten, die Totenerweckungen und vieles, vieles andere mehr haben Jerusalem und die ganze Welt erreicht. Wer es noch nicht weiß, der erfährt es jetzt. Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Mehr noch, mit dem Hosanna huldigen und verehren ihn die Menschen wie einen König, schreibt der heilige Augustinus in seinem Kommentar zum Johannesevangelium. Was für eine Pein, schreibt er, mochte wohl da der Neid der jüdischen Hohepriester in ihrer Seele erregen, da eine so große Menge Christus als ihren König anrief. Wozu dieser Neid der Hohepriester führt, liebe Schwestern, liebe Brüder, dessen wurden wir eben im Hören der Passionsgeschichte gewahr. Eine große Schar von Männern, mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet, nehmen Jesus mit fort und führen ihm den hohen Priester vor, damit ihm ein ungerechter Prozess gemacht und er Folter und Tod preisgegeben werden kann. Später dann wird er es auf der Tafel, die Pilatus anfertigen und oben am Kreuz anbringen lässt, heißen: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der König der Juden. Für die hohen Priester ist das eine Anmaßung, eine Zumutung. Augustinus dagegen erinnert uns daran, dass nicht erst mit der Passion die Erniedrigung Jesu beginnt. Was war es Großes, schreibt er vielmehr, was war es Großes für den König der Ewigkeit, König der Menschen zu werden? Dass der dem Vater gleiche Sohn, das Wort, durch welches alles geworden ist, der König Israels sein wollte, ist eine Herablassung und keine Erhöhung. Das ist ein Zeichen erbarmender Liebe und keine Vermehrung der Macht. Denn der auf Erden König der Juden genannt wurde, ist im Himmel der König der Engel. Um allen Missverständnissen vorzubeugen, liebe Schwestern und Brüder, es geht hier nicht um die Juden, wie Augustinus das sagt, oder um das Volk Israel. Es geht hier nur um eines: um die Fallhöhe. Es geht um die Fallhöhe, die Jesu Leiden für ihn und für uns alle bedeutet.
wenn wir denn wirklich glauben, dass er als Gottes Sohn, dass er als Weltenherrscher, als Pantokrator, als König des Himmels und der Erde für uns am Kreuz, das heißt am Schandpfahl, wie der Apostel das Kreuz nennt, dass er für uns, für mich am Kreuz leidet und stirbt. Welche Qual muss das Leiden am Kreuz? Muss der Hohn, der Spott, die Geißelung, die Krönung mit den Dornen zuvor für ihn bedeutet haben? Jesus ist diesen seinen Weg der Erniedrigung, der Kenosis, der Entäußerung, der Entleerung, der Herabsetzung vom Beginn seines Lebens an, also von Weihnachten an, nicht halbherzig gegangen. Er ist auf ihm nicht auf halbem Weg stehen geblieben, sondern er ist ihn für uns, für mich, bis ans Ende gegangen, bis in den Tod am Kreuz. Sein Weg führt ihn vom Ehre sei Gott in der Höhe auf den Feldern von Bethlehem, über das Hosanna des Palmsonntags, das Kreuzige ihn am Karfreitag, zum Halleluja des Ostermorgens. Jene Liebe, die Jesus vom Vater her in die Welt gebracht und durch die er uns erlöst hat und die er gelebt hat bis in den Tod am Kreuz. Die soll heute und alle Tage in uns leuchten und die Welt verwandeln. Die vor uns liegenden Kar- und Ostertage, liebe Schwestern, liebe Brüder, laden uns ein, uns erneut in dieses Lebensgesetz Jesu einzuüben, uns selbst, uns einzuüben in seine Liebe, um sie auch zum Gesetz unseres Lebens zu machen. Deshalb wollen wir darum bitten, gemeinsam mit ihm, wie wir es im Gotteslob singen, den Hass und das bittere Leid fortzulieben aus dieser dunklen Zeit, auf das Gottes Reich erscheine, das er in seinem Tod und in seiner Auferstehung aufgerichtet hat. Amen.